soll im ÖS-Bar im Hinblick auf den Gesamtweltcup. Kann alles fahren, hat aber seine Stärken ganz klar. Riesentorlauf und Slalom. Schauen wir mal auf den Kurs mit den 55 Toren. Ausgesetzt von Alexander Brosch, den italienischen Trainer. Kurz, die Torabstände relativ eng, aber das lässt sich gar nicht hier vermeiden. Und aufgepasst, immer diese verschiedenen Abschnitte. Mal steiler Starthang, dann dieses Flachstück kennen wir. Dann hier wieder dieser Übergang, sehr steil. Dann hier diese Traverse, der Hang hängt nach rechts etwas weg. Muss man also zweierlei Kurven fahren. Und dann geht es nochmal Vorbereitung in den kurzen Zielabschnitt hinunter. Der hat es auch nochmal in sich, sehr eng. Ist also nicht so drehend wie gestern der Super-G, der eher einem Riesenslalom geähnelt hat als einem Abfahrts ausgesteckten Kurs. Also die gestern ja Super-G gefahren sind, die haben heute ein bisschen Vorteil. Wie immer kurz vorm Ziel hier in Beaverkrieg, 3-4 drehende Tore. Dort unten kann man sehr viel Zeit gut machen, aber auch verlieren. Marcel Hirscher, glaube ich, hat einen guten Lauf erwischt. So hat es ausgeschaut, da waren kaum große Schwierigkeiten zu sehen. Ein paar Ausheber waren drin, weil das Grundtempo doch sehr hoch ist über die Bodenformationen. Die Bedingungen für heute alle gleich. Alle Fahrer dieses diffuse Licht mit dem leichten Schneefall. Also da ist gestern schon ein größerer Unterschied gewesen. Die ersten Fahrer hatten da schon noch besseres Licht, bessere Verhältnisse. Kirchin Lernsruth war einer, der gestern 14. wurde im Super-G. Also sich dafür seine Spezialdisziplin für den Riesensalon perfekt vorbereiten konnte. Und Silbermedaillengewinner von Vancouver in dieser Disziplin. So ist es. Großgewachsener, ein bulliger Athlet. Ganz anders gebaut wie Marcel Hirscher. Trotzdem auch schnell. Und schau, wie aggressiv der oben schon zu Werke geht. Attackiert jedes Tor. Ganz enge Linie, ganz nah im Innenski an den Stangen. Toll gefahren. Den kennt aber den Hang. Das ist der Vorteil gegenüber Marcel Hirscher im oberen Teil vom Super-G. Greift mehr an, ist ein bisschen aggressiver als Hirscher und schon 15 Hundertstel schneller bei dieser ersten Zwischenzeit als der Österreicher. Sollte auch hier in diesem Flachabschnitt etwas mehr gleich.